Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich begrüße Sie recht herzlich zu einer neuen Ausgabe vom Selzer TV. Der Frühling ist endlich eingetroffen, die Tage werden wieder länger, die Blumen fangen an zu blühen und uns Menschen zieht es endlich wieder raus in die Natur. Ich freue mich, dass Sie trotz der milden Temperaturen wieder Zeit für uns gefunden haben und auch diese Woche wieder eingeschaltet haben. Folgende Themen haben wir für Sie vorbereitet. Wetten, dass die Baumpflanzaktion der Kitas, Gesika Frühlingserwachen und Selzerlauf 2024. Den Klimawandel bekommen wir alle zu spüren und können diesen auch nicht abstreiten. Sicher ist den meisten noch das Hochwasser von Ende Dezember bis Mitte Januar in Erinnerung, welches mehr und mehr durch die Folgen des Klimawandels auftritt. Ganz verhindern können wir das leider nicht, aber wir können dank vielseitiger Aktionen etwas für den Klimaschutz tun und gegen den Klimawandel ankämpfen. Im Zuge der Aktion Wetten, dass haben insgesamt 14 Kitas aus dem Raum Salzkotten mitgemacht und zwei der 14 Kitas wurden sogar mit dem Westenergie Klimaschutzpreis 2023 ausgezeichnet. Und wie da selbst die Kleinsten schon ganz groß mitwirken konnten, erfahrt ihr im Bericht von meiner Kollegin Sandra Glocke, die für euch vor Ort gewesen ist. Klimaschutz kann eigentlich jeder, sogar die Kleinsten. Wetten das? Ja, am Anfang war es eine verrückte Idee, daraus entwickelte sich eine Wette. Und zum Schluss konnte die stolze Bilanz gezogen werden, dass 14 Kita-Einrichtungen insgesamt über 74.000 Kilometer ohne Auto und dafür 16,1 Kilogramm CO2 eingespart haben auf ihrem Weg zur und von der Kita. Dafür gab es den Westenergie Klimaschutzpreis 2023. Und mit dessen Preisgeld konnte die heutige Aktion hier mitfinanziert werden. Eine Baumpflanzaktion von allen Kitas im Stadtgebiet Salzkotten. Wir sind heute hier vor Ort bei der Baumaktion, Baumpflanzaktion im Golfclub in Thüle. Geht ihr, kommt ihr auch noch ein bisschen näher? Na, Oskar, du kannst auch hier auf die Seite, aber du schiebst rüber, ist alles gut, mach mal. Ihr macht das schon. Jetzt hauen alle ab zum Boden. Soll ich mal ein bisschen helfen? Ja. Bürgermeister Ulrich Berger, der Schirmherr dieser Aktion, also sozusagen der Wettpate auch. Wie konnten Sie diese Aktion unterstützen? Einfach nur dadurch, dass ich motiviert habe, dass ich den Initiatoren auch gesagt habe, es ist eine tolle Idee. Wir machen ja das Stadtradeln, das ist jetzt übertragen auf die Kleids mit einem etwas anderen Format. Wir haben zusammen geguckt, wie viele Kilometer kann denn wohl irgendwie zusammenkommen. Und dann habe ich im Laufe der Aktion auch jede Einrichtung besucht, habe mich davon überzeugt und gesehen, dass die Kinder motiviert waren und wirklich alles gegeben haben, damit die 50.000 Kilometer auch fast erreicht worden sind. Das ist cool. Wissen Sie, was Sie für einen Baum gerade gepflanzt haben? Das müsste eine Blutbuche sein. Richtig. Und wissen Sie auch noch, wie viele Bäume Sie überhaupt schon mal gepflanzt haben? Es gibt ja verschiedenste Anlässe und Sie waren ja bei einigen Pflanzaktionen schon dabei. Das kann ich jetzt nicht sagen. Ich weiß, dass ich bei mir zu Hause im Garten einige Bäume gepflanzt habe. Kommen wir zurück zu dieser Aktion. Wenn wir uns jetzt mal überlegen, wir beide als Kindergartenkinder, da hatten wir noch nichts mit Umwelt- und Klimaschutz zu tun, ne? Oder? Vielleicht haben wir sogar noch mehr Klimaschutz gemacht als heute, weil ich weiß noch, dass ich zum Kindergarten Kubusch, da war mein Kindergarten, von meiner Mutter hinten auf dem Hollandfahrrad ohne Kindersitz und ohne Helm hintransportiert worden sind, weil wir nur ein Auto hatten und da gab es gar nicht die Möglichkeit, dass die Kinder mit dem Auto zur Kita gebracht worden sind. Ja, tatsächlich. Also man hatte aber nicht das Bewusstsein, dass man bewusst etwas für den Klimaschutz tun muss. Ne? Uns ging es noch gut und heutzutage werden die Kindergartenkinder schon darauf angesprochen, ne? Das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil die frühkindliche Bildung, das Sprichwort, was Hänschen lernt, lernt Hans nimmermehr. So alt wie es ist, hat es doch ein bisschen Funken Wahrheit. Das heißt, wenn wir so weit sind, dass die Kinder den Eltern sagen, lass das Auto doch mal stehen, weil das haben wir in der Kita so gelernt, dann haben wir das Ziel erreicht. Hallo Oskar, du hilfst hier heute ganz toll bei der Baumpflanzaktion. Was macht ihr? Was hast du gemacht jetzt hier gerade schon? Erde weg. Habt ihr dem Baum schon Wasser gegeben? Nee. Müsst ihr auch noch machen, ne? Wasser geben, oder? Wir haben noch keine Gießkanne. Die könnt ihr euch gleich ausleihen, ne? Und jetzt macht er erst den Rasen wieder drauf? Ja. Wo ist das Wasser? Wo ist denn das Wasser? Da. Da hinten ist das Wasser, da könnt ihr euch gleich eine Gießkanne holen? Macht ihr das?
Was habt ihr vorbereitet, damit es hier heute läuft? Ja, wir sind gestern angefangen und haben die Löcher schon mal vorbereitet. Dann haben wir die Bäume natürlich verteilt, weil es sonst auch zu viel Arbeit gewesen wäre. Das sieht man ja bei dieser Aktion. Und ich unterstütze natürlich sehr gerne diese Aktion mit den Kindern. Das macht natürlich Freude. Ne? Was sind das hier für Bäume, die heute gepflanzt werden? In erster Linie sind das Buchen, Blutbuchen, Rotbuchen und Ebereschen. Als Zwischenstücke, als Buschwerk. Herr Knöpfe, der Vizepräsident des Golfclub Paderborner Land hier in Thüle. Sie haben nichts dagegen, dass hier heute so viele Kinder und Erwachsene am Graben sind? Nee, im Gegenteil. Wir freuen uns drüber, dass sie da sind. Wir hatten das letztes Jahr schon. Da waren ein paar Kinder nur da, aber jetzt haben wir ganz viele Kinder da. Und das ist wunderbar für uns, weil die Kinder sind Zukunft. Und wenn wir das heute sehen, wie gern sie hier pflanzen und wie viel Spaß die haben, das freut uns sehr. Es sind ja nicht nur die Kinder da, und die hier Spaß haben, sondern Sie haben sich ja auch an der Aktion beteiligt und haben auch noch mal ein paar Bäume hier zugetan. Ja, wir haben auch mal noch einen draufgesetzt, und wir haben insgesamt jetzt 250 Bäume insgesamt schon gepflanzt im letzten Jahr. Und jetzt wollen wir mit den 25 Bäumen, die wir jetzt pflanzen, nochmal die Aktion weitermachen. Finde ich eine tolle Sache, dass Sie sich da so auch engagieren. Und der Golfplatz ist natürlich auch schön, und mit Bäumen wird er schöner, definitiv. Ganz herzlichen Dank, dass Sie Zeit hatten. Gerne, danke schön. Hier kommt das Wasser. Heike Menke, die Leiterin des Regenbogen Wald- und Wiesen-Kita hier in Thüle, und Stefanie Konrad, die Leiterin der Pusteblume in Mantinghausen. Die beiden Frauen mit den verrückten Ideen, aus denen dann solche Aktionen wie heute hier werden. Das war eine Wette, und die Wette, wie funktionierte die? Ganz kurz beschrieben. Wetten, dass wir es schaffen, vom 1. Mai 2023 bis zum 30.09. 50.000 Kilometer zur Kita und wieder nach Hause ohne Auto zu schaffen, mit Fahrrad, Trampeltrecker, Roller, Bobbycar und alles, was uns einfällt. Und die Wette ging noch weiter. Wetten, dass wir viele Orte finden, wo wir Bäume pflanzen können, und natürlich auch Geld sammeln, um Bäume zu pflanzen. Ist denn von dieser Wette jetzt auch noch ein bisschen was übrig geblieben, außer dieser Aktion natürlich, ne, aber von diesen Autokilometer einsparen, wird das weiter betrieben, oder ist man da wieder auf die Bequemlichkeit zurückgekommen? Also wir haben uns ja bewusst für so einen langen Zeitraum auch entschieden, um sich gegenseitig zu motivieren. Und im Jahr 2024 wird nochmal eine Aktion stattfinden. Die wird ein bisschen anders sein wie im letzten Jahr. Sie wird größer, so würden wir es beschreiben, sein. Aber wie es genau ist, da werden wir dann, glaube ich, beim nächsten Beitrag darüber berichten. Es war ja, glaube ich, auch nicht so ganz so einfach, überhaupt Plätze für neue Bäume zu finden. Diese Ortsfindung habe ich gelesen im Internet auch, wo können wir Bäume pflanzen, guckt mal nach und so. Wie ist das hier entstanden, weil schon eine Kooperation mit dem Golfclub hier steht? Also das wussten wir schon im Vorfeld, dass das der schwierigste Teil unserer Wette werden wird, wirklich die Orte zu finden. Und es gab schon vorab eine Kooperation zwischen dem Regenbogen und dem Golfclub. So sind wir da wieder drauf zurückgekommen. Wir haben aber auch Privatgrundstücke gefunden. Und so wird zum Beispiel auch in Mantinghausen, da gibt es nochmal auch ein oder zwei Familien, die dann nochmal vor Ort pflanzen. Und wir suchen natürlich auch noch Leute, die diesen Beitrag hören, wer noch einen Ort hat, wo Bäume gepflanzt werden. Oder unser Traum ist ja eigentlich, einen kleinen Wald zu pflanzen. Dann können die sich gerne bei uns melden. Okay, ich denke, das war es jetzt erstmal fürs Erste. Ihr müsst ja noch ein bisschen hier tun, ne? Ja. Vielen Dank, dass wir hier dabei sein durften, und viel Erfolg für die Aktion weiterhin, ne? Dankeschön. Der Frühlingsanfang ist gemacht. Die ersten Blumen blühen, die Bäume werden von Tag zu Tag grüner, und die Hummeln machen sich tatkräftig an die Arbeit. Auch in der Salzkottener Nachbarstadt Geseke ist der Frühling erwacht. Denn hier wird bei gutem Wetter und leckerem Essen zum alljährlichen Frühlingserwachen eingeladen. Was die Besucherinnen und Besucher dort alles erwartet hat, berichtet euch mein Kollege Tobias Kleinschulte. Die Sonne scheint, die Vögel zwitschern, Frühlingserwachen in Geseke, und damit Ihnen allen ein herzliches Willkommen. Der Frühling erwacht in Salzkottens Nachbarstadt Geseke. Sträucher tragen ein saftiges Grün, die Frühlingsblüher sprießen aus dem Boden
und die ersten Bäume tragen zarte Blüten. Dazu frühlingshafte Temperaturen, ein Hauch Sonnenschein, beste Voraussetzungen für einen Bummel durch die Geseker Innenstadt. Die Einzelhändler warten mit satten Rabatten auf die Kunden. Vereine und Organisationen bieten ein buntes Rahmenprogramm für Kinder. Und Kunsthandwerker offerieren ihre liebevoll hergestellten Produkte. Wer noch ein Ostergeschenk sucht, wird hier fündig. In der Innenstadt dann auch ein Novum, das Geseker Marktmobil, das erstmals zum Einsatz kommt, wie Alexander Schuster von der Stadt Geseke erläutert. Ja, das ist das Geseker Marktmobil. Das können Bürger mieten, die sich ausprobieren wollen, Vereine, die Vereinsfeste haben, komplett kostenlos, ist ausgestattet mit allem, was man braucht, hat einen warmen Wasserboiler, Stromanschluss, Licht und wie man hier sieht, wird es heute das erste Mal wirklich getestet. Und die ersten Mieter des Mobils wurden dann auch gleich gefunden. Wir haben hier Yannick Holze von der Invisible Crew Dance Academy. Diesen Namen muss ich jetzt wirklich ablesen. Was habt ihr denn heute vor? Ja, also wir sind heute das erste Mal da. Wir verkaufen dieses Jahr Donuts, verschiedene Donuts. Super aufbereitet mit Maxi King, mit Oreo, also mit allem Toppings, was man sich so vorstellen kann. Charakteristisch für das Geseker Frühlingserwachen ist auch das umfangreiche Kulturprogramm. Von Freitag bis Sonntag gibt es zahlreiche Veranstaltungen für Groß und Klein. Ein Highlight am Sonntagvormittag ist die Stadtführung, geleitet von Gesekes Bürgermeister Remco van der Velden. Dutzende Geseker finden sich um 11 Uhr am Startpunkt in der Innenstadt ein. Gemeinsam machen sie sich auf den Weg entlang des Walds, der in früheren Jahrhunderten zur Geseker Stadtbegrenzung diente. Ist einmal direkt mit der Stadtgründung verbunden. Die Befestigung war Teil der Stadtwerdung. Wie in Salzkotten übrigens auch, als verfeindete Grenzstätte. Und es war danach jahrhundertelang das Korsett für die Stadt, weil man außerhalb der Stadt über Jahrhunderte nicht gesiedelt hat. Bürgermeister van der Velden referiert in der gut 60-minütigen Führung über die Entwicklung der Hellwegstadt. Immer wieder gibt es kurze Stops an markanten Punkten. Bemerkenswert ist, dass der Stadt überhaupt keinen Spickzettel oder andere Hilfen benötigt. Die Geschichte seiner Stadt hat der gebürtige Geseker verinnerlicht und man merkt ihm die Begeisterung für historische Geschehnisse an. Seit ich 14 bin oder 13 bin ich beim Heimatverein aktiv. Ich habe unsere ganze Stadtgeschichte aktiv mit erarbeitet, ist zu viel, aber ich habe sie gelesen und habe kommentiert, wo ich durfte und bin halt geschichtsinteressiert. Der gut 3 Kilometer lange Wall stammt noch aus dem Mittelalter. 1180 wurde die Siedlung Geseke Teil des Herzogtums Westfalen und somit zum wichtigsten östlichen Grenzort gegenüber dem Bistum Paderborn. 1217 wurden Geseke die Stadtrechte verliehen. Der Wall als stummer Zeuge dieser Zeit wurde erst kürzlich wieder auf Vordermann gebracht. Barrierefrei und gut gepflastert ist die ehemalige Stadtgrenze, die nun mitten durch die Geseker Innenstadt geht, für alle Bürger gut zu erreichen. Neben den ganzen kulturellen Veranstaltungen ist hier der Marktplatz in Geseke Dreh- und Angelpunkt des Frühlingserwachens. Überdimensional das Osterei, das etwa 2 Meter groß ist und einen Eisenring und Netzgewebe als Untergrund hat. Darüber eine Putzbeschichtung, eine mühevolle Arbeit, die vom Bauhof der Stadt Geseke erledigt wurde. Das Ei wurde dann hier auf dem Marktplatz installiert und darf von den Kindern der Stadt bemalt und beschrieben werden. Auf dem Marktplatz auch das große Street Food Festival. Kulinarik aus allen Ländern wird hier offeriert. Gegrilltes, frittiertes, spanische Churros oder Nudeln von der Pasta Queen. Hier bleibt kein kulinarischer Wunsch unerfüllt. Ich sehe, Ihnen schmeckt's auch. Was gibt's denn? Auf jeden Fall. Es gibt ein Pastrami-Sandwich. Das ist eine Kartoffelwaffel mit Pastrami. Und schmeckt? Richtig gut. Sehr lecker. So, Sie haben sich hier in der Mittagsstunde auch niedergelassen. Genau. Ihr Teller ist noch gefüllt mit? Schaschlik. Und das schmeckt sehr lecker. Und da ist aber noch eine Beilage bei ein bisschen Soße. Erzählen Sie doch mal. Machen Sie mal den Zuschauern Geschmack. Krautsalat mit Zwiebeln, Schaschlik mit Barbecue-Soße und eine Scheibe Brot. Aber sehr gut. Pommes mit Mayo und Ketchup kann ja jeder. Was ist denn bei Ihnen das Topping? Das sind die Chili-Cheese-Pommes. Und wie schmecken die? Beschreiben Sie doch mal den Geschmack für unsere Zuschauer. Sehr lecker. Ein bisschen scharf, wenn man die Chilis mit erwischt, aber ansonsten schön käsig. Schmecken gut. So, ich sehe, Sie sind auch fleißig am Essen. Das sieht ja interessant aus. Was ist das denn? Das ist das indische Chicken. Aber ich wollte kein Pommes. Da hat sie mir einfach mehr von Gemüse und so gemacht. So nach Wunsch, ne? Ja, es ist flexibel, super. Ja. Ist das scharf? Nein, das ist ja überhaupt nicht scharf, nein.
Ja, und bei so viel Schlendern, Gucken und Erleben, da wird man auch selbst hungrig. Ich stürme jetzt mit meinem Kollegen Herbert hinter der Kamera auch hier die Buden. Und für Sie heißt es, beim nächsten Mal sind Sie hoffentlich auch dabei, wenn es wieder heißt Frühlingserwachen in Giesecke. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss. Sportlich in den Frühling geht es mit unserem letzten Beitrag vom Selzerlauf, der bereits zum 31. Mal stattgefunden hat, weiter. Rund 700 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren in diesem Jahr gemeldet und hatten die Möglichkeit, ihr Können im 10 Kilometer, 5 Kilometer oder für die jüngeren Teilnehmerinnen und Teilnehmer im 800 Meter Lauf auf die Probe zu stellen. Dabei hofften sie bei hervorragenden Wetterbedingungen auf eine persönliche Bestzeit. Ernst Köchling war für sie vor Ort und hat das sportliche Event festgehalten. Hallo und ein herzliches Willkommen hier vom Selzerlauf in Salzkotten, der hier nun schon zum 31. Mal stattfindet. 31 Jahre Selzerlauf in Salzkotten, das ist natürlich auch ein Qualitätsnachweis, für den die Lauffreundinnen und Lauffreunde des VfB Salzkotten verantwortlich sind, die dieses Laufevent immer wieder im März organisieren. Was ist das Besondere an diesem Selzerlauf? Es ist eine der ersten Laufveranstaltungen, die im Jahr stattfinden. Viele kommen hierhin, um schon einmal so ihre Form zu überprüfen. Und viele kommen auch hierhin, um eine Bestzeit zu laufen. Denn die Strecken hier, die sind flach und eben und sehr schnell. Und sehr schnell sollte es hier heute auch beim 5-Kilometer-Lauf angehen. 329 Teilnehmer, das war ein neuer Teilnehmerrekord für diese Strecke. Sie waren hier an der Theodor-Hürth-Straße gestartet und begaben sich jetzt auf einen vermessenen Rundenkurs. Es scheint definitiv so zu sein, dass der Beliebtheitstrend immer mehr in Richtung kürzere Strecken geht. Dabei dürfte die 5-Kilometer-Klientel, die sich hier heute auf dem Weg zu einem Laufkurs ins Stadtgebiet macht, durchaus unterschiedlich sein. Da ist die Anzahl derer, die entweder noch nicht lange läuferisch unterwegs sind und es erst einmal vorsichtig angehen lassen wollen. Aber es sind auch die ganz Schnellen hier unter den 329 Teilnehmern unterwegs. Sie geben sich auf diesem flachen Rundenkurs heute eine kräftige Tempospritze und man will sehen, wer hier als Erster im Hederauen-Stadion auf der Ziellinie zu sehen sein wird. Und da sprintet der Sieger dem Ziel entgegen, Tom Leo Benz von der ASG Teutoburger Wald. Mit seiner Zeit von 15:07 Minuten hatte er seinen Kontrahenten Jonathan Gebauer vom LC Paderborn knapp hinter sich gelassen. Platz 3 dann an Sören Spree in 15:17. Platz Nummer 5 mit Startnummer 198 dann Elias Sansa, der Mann, der 15 Mal den schweren Hermannslauf gewinnen konnte. Doch er wird diesen Fünfer hier lediglich als Wahrmacher für den anschließenden 10 Kilometer Hauptlauf genutzt haben, bei dem er gute Gewinnchancen haben dürfte. Doch zunächst waren sie hier am Start, 60 Schüler und Schülerinnen auf der 800 Meter Distanz. Diese zwei Stadionrunden, sie konnten für den Laufnachwuchs schon sehr lang werden, doch die waren taktisch heute bestens eingestellt. Am Ende siegt hier Fiete Spieker vom TuF Ofenhausen in 2:28 vor Jonas Wolf vom VfB Salzkotten, dessen Zeit mit 2:34 gestoppt wurde. Platz 3 ging an Nils Jaspert vom VfB Salzkotten, seine Zeit 2:45. Heute auch wieder bestens aufgelegt, Stadionsprecher Hadi Schmidt. Auch der weibliche Nachwuchs war hier im Hederauen-Stadion stark vertreten. Und auch hier war der VfB Salzkotten ganz vorn, denn Frieda Friedrichs vom VfB Salzkotten siegte hier in 3:03 vor Ella Schlune in 3:17 vom gleichen Verein. Dritte wurde Carla Sagebiel vom SV Kollerbeck. Teepause für die 5-Kilometer-Läufer, bevor hier der Hauptlauf über 10 Kilometer startet. Der Rundenkurs in der Selzerstadt, er ist in der Lauf-Community überaus beliebt, denn er ist flach und im Siedlungsgebiet windgeschützt. Für persönliche Bestzeiten durchaus geeignet.
Die Streckenrekorde heute nicht in Gefahr. Bei den Männern lief der Kenianer David Nektich hier 1998 eine Zeit von 29,32. Bei den Frauen war es die Wattenscheiderin Claudia Luca, die 1996 mit 32,27 hier eine sagenhafte Zeit ablieferte. Der Favorit dieses Laufes dürfte dann wohl Elias Sansar sein. Die Lauflegende gewann den Hermannslauf schon 15 Mal und war auch beim Selzerlauf schon siegreich. Seine schärfsten Konkurrenten heute, Thomas Kruse und Michael Brandt, die hier auch schon siegreich waren. Bei den Frauen lässt sich hier heute wohl keine Prognose wagen. Da sind einige schnelle Damen auf der Laufstrecke. Der Favorit läuft voran, Elias Sansar auf dem Weg ins Hedaun-Stadion. Eine unserer Kameras war unterwegs in Stellung gebracht und liefert jetzt einige musikalische, läuferische Szenen.
Ziel, auch ein Stadion ist erreicht und da biegt der Sieger des Selzerlaufes auf die Zielgerade ein. Der Favorit Elias Sansa, der Ausnahmeathlet, läuft hier mit einer Zeit von 32,07 über den Zielstrich für einen 42-Jährigen. Eine Sensationszeit. Platz 2 für Thomas Kruse vom Laufladen Endspurt. Auf Platz 3 dann Andreas Chevalier von TuS Brekerfeld. Absolute Topzeiten auch bei den Frauen. Hier ist Franziska Bosso in 34,36 siegreich. Platz 2 geht an Ann-Christin Opitz vor Ilka Wienströth. Der 31. Selzerlauf, auch diesmal wieder eine gelungene Veranstaltung von der Leichtathletikabteilung des VfB Salzgitter organisiert. Einige, sie werden heute mit einem Erlebnis, mit einem Erfolgserlebnis die Heimreise antreten. Und einige andere von ihnen, sie stehen dann hier bei der Siegerehrung ganz oben auf dem Treppchen. Und mit den Siegerehrungen verabschieden wir uns hier aus dem Hedaon-Stadion. Das war es für heute vom Selzer TV. Vielen Dank für Ihr Interesse und fürs Einschalten. Nächste Woche geht es hier an selber Ort und Stelle für Sie weiter. Bis dahin können Sie alle bisherigen Themen, Berichte und Magazinsendungen unter www.selzer.tv und nrvision.de nachschauen. Tschüss und auf Wiedersehen.